Hallo Outlast-Fans, willkommen bei Outlast 2 mit mir, dem Gario. Wir haben schon wieder das Problem der leeren Batterie und hatten in der letzten Folge ja diesen sehr merkwürdigen Traum. Ich lade mal tatsächlich nach. Es ist eigentlich hell genug, ich brauche gar keine Nachtsicht. Ein bisschen Batterien sparen. Es regnet Blut. Jetzt doch Nachsicht. So, und ich glaube, wir haben langsam die Mine erreicht. Warum regnet es Blut? Ich glaube, Blake wird langsam verrückt. Irgendwas mit Blut hat es zu tun. Ich glaube, Blut ist der Schlüssel tatsächlich. Ich glaube, er hat irgendein Trauma mit Blut. Muss ich da lang? Nein, das ist blockiert. Verdammt. Ich glaube nämlich nicht, dass es so viel... Okay. Ich glaube nicht, dass es so viel Blut regnet. Da haben wir wieder das umgedrehte Kreuz. Noch mehr umgedrehte Kreuze. Das ist... Diese Stimme sagt überhaupt nichts Gutes. Ich kann hier auch nirgendwo hin. Hey, es regnet normal. Hat sich Blake gerade eingebildet, dass das Blut regnet? Ich glaube es fast. Nein. Also... So regnet das Blut? So nicht. Ist merkwürdig. Das ist nur, weil der Himmel so rot ist. Merkwürdig. Vielleicht bildet sich Blake auch in der Dunkelheit etwas ein. Okay, wo geht's jetzt hier weiter? Ich verschwende schon wieder Batterie beim Labern. Hier geht's weiter. Was hat das mit seinem Trauma auf sich? Es wurmt mich gerade. Ich will's wissen. Ich darf heute nur 3 Folgen aufnehmen. Habe aber noch ein bisschen was anderes zu tun. Was mache ich eigentlich? Nein. Eigentlich habe ich auch genug auf Vorrat. Oh oh. Klingt überhaupt nicht gut. Will nicht verfolgt werden? Shit, wir können sie nur schließen. Nicht blockieren. Oh oh. Mist. Fleischerhaken. Laufe ich hier durch? Nachladen. Definitiv nachladen. Shit, sie kommt uns nach. Weiter geht's. Oh Gott! We tried to get her back before the enemy cracks her womb. But they... Wait, Lynn? Have you seen her? They killed us. The lucky ones they killed. Get out! We have to leave. We have to go. Ganz deiner Meinung, ja. Aber was ist mit Lynn? Ich glaube, Lynn ist tatsächlich tot oder schlimmeres. Jetzt lang.
Wo ist unser, ja, Freund? Hin. Geht's hier hoch? Nein. Hier rein? Nein. Ich dachte im ersten Moment, wo der uns erschreckt hat, dass der Fleischerhaken uns zerfetzt, der so rumschwingt. Ist das hier tatsächlich der einzige Raum? Ich muss doch hier irgendwie... muss doch hier irgendwie weitergehen. Ich check's gerade echt nicht. Wie oft eigentlich? So oft, wie ich es nicht checke. Aber es ist halt so, dass das Problem am Blind Let's Play, ne? Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Muss ich da tatsächlich selber mal orientieren und so. Aber dafür... die Reaktion, die ihr hier kriegt, sind natürlich jetzt echt, ne? Ah. Nee. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ich bin deiner Meinung, Kumpel, dass wir hier raus müssen, aber... ich check nicht ganz wo und wie. Und ich weiß auch gerade gar nicht, wo du jetzt hingegangen bist. Bist du in diesen Bottich gesprungen? Das ist der Schrank? Wo kamen wir eigentlich her? Hier ist zu. Hier ist zu. Aha. Wie kommen wir jetzt dahin? Das ist eine Leiter, immerhin. Kleiner Funke Hoffnung. Der derbe enttäuscht wird. Mist. Wie geht's? Ach, da. Ich bin ein Depp manchmal. Ein richtiger Idiot. Ach nee. Ich kann irgendwie die Träume von Blake noch weniger ausstehen. Als die Realität. Wir hinter dem Buchregal, Tatsache. Jetzt scheinen wir in der Bibliothek zu sein. Die Tür ist offen. Geh mal da lang. Die Bibliothek, genau. Hier ist auch offen. Ein kleiner Aufenthaltsraum. Nicht unüblich in Bibliotheken. Das ist ein Aufenthaltsraum. Also gibt es tatsächlich öfters so Arbeitsplätze, teilweise auch mit PCs. Also wer noch nicht in der Bibliothek war, unbedingt mal reingucken. Furchtbar interessant, was es alles auszuleihen gibt. Und natürlich auch, man kann dort ruhig arbeiten, gerade an die Studenten. Ja gut, die wissen sowieso, die haben eine Uni-Bibliothek, aber auch so öffentliche Bibliotheken. Haben meistens Arbeitsplätze. Sowohl für PC, als auch für Papier und Stift. Man kann sich da wunderbar zusammenhocken und arbeiten. Kette, die würde ich gerne mitnehmen. Ich habe tatsächlich auch noch ein paar Kassetten. Ja, Kassetten habe ich auch noch. Aber Disketten habe ich auch noch. Und ausgerechnet jetzt, wenn die Batterie alle ist, sehe ich ja nichts. Wenn du hier vorbeischleichst oder rennst. Also sehe ich auch noch zu Hause. Kann die natürlich nicht mehr lesen. Kein Laufwerk mehr dafür habe. Oh, hier. Jessica 82. Hey Jessica, bist du da? Hi, es funktioniert. Blake against the Machine. So seltsam. Ich kann nicht. Dreh dich um. Scheiße. Oh. Blake against the Machine. Jessica wurde gehängt. Aber wieso? Als Buße? Das hat bis jetzt sicher mein erschreckendstes Chat-Erlebnis. Mit einem Toten zu chatten.
Netter Einfall, muss ich sagen. Netter Einfall. Wieder ein Aufenthaltsraum. Und hier sind auch die besagten Computerarbeitsplätze. Aber so viele sind da normalerweise nicht in der Bibliothek. Sind wir vielleicht in der Uni-Bibliothek? Ich war noch nie in der Uni-Bibliothek. Müsste ich eigentlich mal. Ich müsste mal in der Uni-Bibliothek, um zu sehen, ob es da so viele Arbeitsplätze gibt. Irgendwie laber ich total viel Müll oder so. Nee, ich bin mir relativ sicher, ich laber ziemlich viel Müll. Ich kann dich sehen. Was war das auf dem Bildschirm? Das Fenster dazu. Nichts, ich blöde nur warum. Gemeinschaft, Unterstützung und Gebete für depressive und besorgte Katholiken. Wer hat Kontrolle? Moderator Book of Tracy. Von Icy Ice Creamy You Scream. Ice Cream You Scream. 7. Dezember 1995. Mein Mann sagt, dass alles aus einem Grund passiert und Gott einen Plan hat. Er sagt aber auch, dass man sein Glück selbst machen muss. Wenn du willst, dass etwas passiert, dann musst du tun, was du kannst, um es möglich zu machen. Ich will ihm nicht sagen, dass er sich selbst widerspricht. Das hört er nicht gerne. Und manchmal erhebt er die Hand. Ich habe das Gefühl, ich hätte keine Kontrolle. Doch trotzdem ist es meine Schuld. Das Schlimmste aus beidem. So fühle ich mich auch manchmal. Sehr oft sogar. Bist du eine Erwachsene? Ich bin fast 50 Jahre alt. Ich schätze, es ist albern, dass sich eine erwachsene Frau über so etwas Sorgen macht. Ich sollte überhaupt nicht hier sein. Und der Jessica... Das ist nicht albern. Ich will nur wissen, was machst du, wenn dein Mann die Hand erhebt? Ich meine, tut er dir weh? Kannst du wegen jemandem in deiner Familie die Polizei rufen? Oh, Liebes, es tut mir so leid. Kannst du mit einem deiner Lehrer reden? Die Computer spielen verrückt. Das Gefühl, Jessica hat das getan, mit einem der Lehrer geredet. Und das war genau ihr Fehler. Ich habe das Gefühl, das war genau ihr Fehler. Buddies. Family und Crew. Blake früher mit Jessica gechattet? Vermutlich schon. Dass nachdem es 1995 gewesen ist. Obwohl. Ich will da eigentlich nicht rein. Da war doch das Internet noch nicht so verbreitet, oder? 1995. Ich glaube, 1990 haben die das ARPANET abgeschaltet. Das ARPANET? 1995 dürfte es noch nicht so weit... Naja, gut. Warum nicht? 1995? Warum eigentlich nicht? Da geht es immer noch weiter. Wir sind schon wieder in diesem Gang. Ich gehe mal zurück und schau mal, warum sich die Tür geöffnet hat. Oder ob wir tatsächlich da lang müssen. Rennen wir mal ein bisschen. Die Folge ist nicht mehr lang. Ich glaube tatsächlich, dass wir bereits Überlänge machen. Obwohl, nee, so lang machen wir nicht. Werde ich hier schon wieder eine Notiz finden? Aller, erhänglich?
Hier ist alles still. Nur das Kettending hier rum. Merkwürdig. Wir müssen tatsächlich hier lang. Er spricht in seinen Träumen mit seiner ehemaligen Freundin, der Gehängten. Kann er sie nicht loslassen? Projiziert er diesen komischen Dämon, der ihn immer verfolgt? Vielleicht auf den Pfarrer? Ich glaube tatsächlich, dass es dieser Pfarrer ist. Hey, nochmal eine Notiz. Help me! Das war einfach. Helf mir. Oder hilf mir, besser gesagt. Ich glaube, wir sind kurz vor des Rätsels Lösung. Das Treppenhaus. Da ist sie. Bin das ich? Nein, das ist sie. Sie sieht gar nicht gut aus. Zu ernst. Ich gehe mal auf sie zu. Wir sind nicht allein hier. Soll ich das Treppenhaus runter oder hier lang? Mist, ich sollte hier lang. Ich wollte eigentlich mal kurz das Treppenhaus runter. Da muss ich jetzt wieder außen rum? Kann ich überhaupt noch außen rum? Soll ich tatsächlich das Treppenhaus runter? Ich glaube, ich soll das Treppenhaus runter. Allein hier. Ich hoffe, es ist okay, dass ich übrigens die ganzen Notizen, die wir finden, vorlese. Auch wenn es viele wahrscheinlich ein bisschen langweilt. Sagen vieles ist ja recht konfus und auch ich kann mir keinen Reim draus machen. Aber vielleicht führen sie uns jetzt... Oh oh. Da kommt er. Raus hier. Scheiße. Was hat's mit diesem Zungendämon auf sich? Deswegen die verschlossene Tür. Okay, rennen. Rennen. So, hier durch, dann ist eine verschlossene Tür. Jawohl. Die Musik verschwindet, genau. Und jetzt müsste er unten frei sein. Das heißt, wir gehen wieder im Kreis. Jetzt check ich's. Oder auch nicht. Fuck. Und wir sind wieder in der Realität. Und wir sind wieder in der Realität. Okay, das heißt aber auch für uns, die Folge hat geendet. Dementsprechend sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Und dann kommen wir vielleicht unserem Rätsel, oder des Rätsels Lösung besser gesagt, etwas näher. Bis dann. Tschüss.